Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Sendung über den heiligen Josef. Zugeschaltet ist der Kooperator, Vikar Thomas Huber aus Deutschland. Grüß Gott, Thomas. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst, um ein bisschen über den heiligen Josef zu sprechen. Ich möchte gerne beginnen mit einem Gebet. Und dieses Gebet entnehme ich aus dem Schreiben Patris Corde, das er der Franziskus über den heiligen Josef geschrieben hat. Und hier sagt er, dass er jeden Tag ein Gebet betet. Und das möchte ich jetzt auch hier zu Beginn beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Josef, glorreicher Patriarch, der du das Unmögliche möglich machen kannst, komm mir in meiner Not und Bedrängnis zu Hilfe. Gewähre in den ernsten und schwierigen Anliegen, die ich dir anvertraue, deinen Schutz, so dass alles ein glückliches Ende nimmt. Mein geliebter Vater, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich. Niemand soll sagen können, er habe dich vergeblich angerufen. Und da du bei Jesus und Maria alles erwirken kannst, lass mich erfahren, dass deine Güte ebenso groß ist wie deine Macht. Amen. Heiliger Josef, bitte. Ja, gut, lieber Thomas, ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen und dann schauen, ja, was du uns mit auf den Weg gibst. Zu diesen Fragen, es sind alles kurze Textabschnitte aus dem Dokument Patris Corde, wo ich eben auch hier denke, das ist schön, um darüber ein wenig zu überlegen, was es für uns bedeutet. Möchte gerne beginnen mit einem Zitat. Wir müssen uns immer fragen, ob wir Jesus und Maria, die auf geheimnisvolle Weise unserer Verantwortung, unserer Fürsorge, unserer Obhut anvertraut sind, mit all unseren Kräften behüten. Der Sohn des Allmächtigen kommt als schwaches Kind in die Welt. Er macht sich von Josef abhängig, um verteidigt, geschützt, gepflegt und erzogen zu werden. Gott vertraut diesem Mann ebenso wie Maria, die in Josef denjenigen findet, der nicht nur ihr Leben retten will, sondern der immer für sie und das Kind sorgen wird. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der heilige Josef der Schutzpatron der Kirche ist, denn die Kirche ist die Ausdehnung des Leibes Christi und der Geschichte und gleichzeitig ist in der Mutterschaft der Kirche die Mutterschaft Mariens angedeutet. Indem Josef die Kirche beschützt, beschützt er weiterhin das Kind und seine Mutter. Und indem wir die Kirche lieben, lieben auch wir immerfort das Kind und seine Mutter. Wunderbar, finde ich, dieser Textabschnitt, dass wir uns fragen können, ja eben, der Josef, der hat geschaut für Maria und Jesus mit seinem ganzen Leben, mit all seiner Kraft. Und eben Papst Franziskus fragt uns, bist auch du so jemand, der wirklich auch für Jesus da ist, für Maria? Trägst du Sorge für Jesus, für seine Kirche? Und ich möchte dir gerne das Wort übergeben, Thomas, ob du uns hier noch ein paar Worte sagen kann zu diesem sehr schönen Text aus dem Schreiben Patris Corde. Ja, das Schreiben trägt ja schon den Namen Patris Corde. Also Cor ist ja das Herz und das Herz eines Vaters. Und letzten Endes, wenn dieses Schreiben Patris Corde trägt, heißt es ja, der heilige Josef war Vater von der heiligen Familie und unser Vater im Himmel ist natürlich Gott, aber er hat ein väterliches Herz.
genauso jetzt die Kirche zu beschützen, wie er die heilige Familie beschützt hat. Und wenn er ein väterliches Herz hat, der heilige Josef, dann kommt es ja aus dem Herzen Gottes, weil Gott ist Vater. Von ihm kommt alle Vaterschaft und Mutterschaft. Und jetzt haben wir das Herz von Maria, unserer Mutter, und das Herz des Vaters jetzt, das jetzt dieses Jahr betrachtet werden soll. Oft haben wir Maria betrachtet, ihr Herz, ihr leidendes Herz für ihre Söhne. Aber jetzt soll man dieses väterliche Herz von dem heiligen Josef, von ihm betrachtet werden. Und jetzt ist eben der springende Punkt, dass eben es um das Herz geht. Es geht um das Herz Gottes. Und eben das Herz ist ja der Sitz der Liebe. Dort, wo die Liebe Gottes sitzt, ihren Sitz hat, ihren Platz besitzt. Und es geht also letzten Endes um die Liebe. Und da sind wir jetzt schon angelangt bei der Liebe. Also die Liebe ist ja das, was den heiligen Josef hat Verantwortung übernehmen lassen. Und weil er heute noch Verantwortung übernimmt, weil er in dieser Berufung, Vater zu sein, eine starke, starke Liebe hat. Und diese Liebe ist nicht weniger geworden jetzt im Lauf der Zeit, oder eben diese Liebe ist immer konstant geblieben. Er hatte eine Liebe zur heiligen Familie, zu seiner Frau Maria, zu seiner Verlobten, dann zu seiner Frau, zum heiligen, zu seinem Kind, zur heiligen Familie insgesamt, zu Jesus, den er als sein Kind angenommen hat. Dadurch ist er ja auch vom Stamm Davids. Ja, er hat ihn ja hineingenommen in diesen Stamm Davids, dadurch, dass er ihn angenommen hat als sein Kind, als Adoptivvater. Deswegen ist er Jesus Sohn Davids, aber das ist jetzt nur am Rand erklärt. Ich denke, wir können das alles aus der Schrift ableiten, dass eben die Liebe jetzt des heiligen Josef nie weniger geworden ist und immer konstant geblieben ist. Und deswegen, wenn die Liebe konstant ist, ist auch die Treue konstant. Die Liebe ist eine Entscheidung, wirklich das Leben hinzugeben, immer alles Gute zu geben, was möglich ist. Und das ist heute noch genauso wie früher im heiligen Josef gegenwärtig, diese Liebe. Und heute vielleicht noch viel, viel mehr. Und jetzt liebt er die ganze Kirche mit dem väterlichen Herzen, liebt er sie, wie er damals die heilige Familie geliebt hat. Und jetzt in der Vollkommenheit des Himmels kann er noch viel mehr lieben, viel mehr Liebe geben. Und deswegen ist sein väterliches Herz quasi immer größer geworden. Und jetzt stellen wir uns wieder diesem väterlichen Herzen Jesu. Und deswegen müssen wir auch immer bei der Liebe wieder beginnen. Gott hat uns eine besondere Liebe gegeben zu ihm, zur Kirche, zu seinen Geboten, aber vielleicht noch eine besondere Liebe auch zu einer Berufung, einer speziellen Berufung als Priester, als Ehemann, Ehefrau, dass man da sein Leben hingibt, oder in einem Orden, im geweihten Leben bei einer bestimmten Kongregation. Da geht es darum, unsere Liebe zu erneuern, diese Liebe unserer Berufung, und dass wir da auch unseren Teil dazu beitragen müssen. Und deswegen dürfen wir vom heiligen Josef lernen, dass eine Liebe immer konstant geblieben ist, dass das Herz nicht geschwankt hat, sondern dass er jetzt gesagt hat, ja, ich gebe mein Leben hin, aber dann ist es doch ein bisschen schwankend gewesen. So war es beim heiligen Josef nicht. Und dadurch, dass wir jetzt, es kommt ja alles, ist ja dem Papst als Mann Gottes eingegeben worden, als Inspiration von oben, dass er das Josefsjahr ja ausrufen soll, dass der Papst als Stellvertreter Jesu das Josefsjahr ausrufen soll. Das heißt, der heilige Josef zeigt uns, wie man konstant bleibt in der Liebe. Bis heute ist er in Ewigkeit konstant, sein Leben und alles, seine ganze Liebe zu geben, um die heilige Familie zu beschützen. Deswegen können wir uns mal selber fragen, vielleicht jetzt im Josefsjahr, wie ist es mit der Liebe meiner Berufung? Schwankt die hin und her, oder ist sie vielleicht erkaltet?
dann könnten wir vom heiligen Josef lernen, dass die Liebe wieder auflebt. Aber die Liebe in der Hingabe. Natürlich ist es schön, wenn man Liebe im Gefühl hat, aber es geht um die Liebe in der Hingabe, diese gebende Liebe von ganzem Herzen. Wenn das uns Gott hilft, diese Liebe zu erneuern. Natürlich auch das Gefühl, diese affektive Liebe, das kann auch ein Geschenk sein, aber das kommt alles aus dieser Hingabe, dieser gebenden Liebe, die wir von Jesus lernen. Wenn wir diese erneuern, dann verteidigen wir die Kirche, weil wir durch unser Leben zeigen, was der Auftrag der Kirche ist. Wir zeigen das am eigenen Leib. Wir beschützen die Kirche, indem wir uns selber für die anderen heiligen, wie das Jesus gesagt hat, getan hat. Im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus, ich habe mich für sie geheiligt, hingegeben, damit sie eins sind, wie wir, Vater, eins sind. Das heißt, wir heiligen uns für die anderen, wir befolgen Gottes Gebote, leben in der Nächstenliebe, im Mitleid mit den anderen Personen, geben da unser Leben hin und so verteidigen wir die Kirche. Viel mehr so als durch vielleicht theologische Argumente, Apologetik, dass wir sie rational verteidigen. Natürlich ist es auch gut, wenn das einen Sinn hat, wenn die Herzen nicht verhärtet sind. Aber oft ist das gute Zeugnis der Fröhlichkeit, wo wir auch immer fröhlich sind, auch wenn uns manches Leiden abverlangt, wo wir manchmal Misserfolg haben, gedemütigt werden. Wenn wir da in dieser kirchlichen Haltung des heiligen Josef bleiben, dann verteidigen wir die Kirche. Dann beten wir, geben unser Leben hin. Und wenn diese Hingabe konstant bleibt in uns, immer nicht hin und her schwankt, wenn wir das nicht unterbrechen, dann helfen wir wirklich der Kirche. Wie ein Arzt, der eine Therapie oder das Gute einem Patienten gibt durch Medikamente, auch sagt, nein, du sollst es nicht unterbrechen, du sollst jetzt diese Therapie machen, diese Kur mit diesen Medikamenten. Und wenn das natürlich unterbrochen wird, dann kommt die Therapie nicht zum Erfolg. Aber wenn wir da dabei bleiben, konstant bleiben, dann wird dem Patienten geholfen. Und so helfen wir eben auch der Kirche, indem wir konstant immer treu sind und natürlich auch fröhlich sind, zeigen, dass es wirklich aus der Liebe kommt, dass uns das nicht irgendwie aufgedrängt wird, was die Kirche sagt, sondern dass das auch nochmal durch unsere eigene Entscheidung bejaht wird aus Liebe. Und dann kommt es von uns aus Liebe, dass wir uns immer für die Kirche entscheiden. Ich hatte schon oft erwähnt, es ist ein Unterschied, wenn ich sage, ich muss in die Kirche oder ich muss in die Kirche, weil das ich selber mich dafür entschieden habe. Und das ist eben das Neue, was Gott von uns auch will, dass wir von uns selber uns aus Liebe für die Kirche entscheiden. Dass der Gehorsam nochmal eine höhere Qualität bekommt, indem wir sagen, ja, ich mache das von mir aus, weil ich Gott liebe, die Kirche liebe. Deswegen gehe ich in die Kirche, mache eben alles, was auch die Gebote von mir verlangen und noch viel mehr dazu durch die Gottes- und Nächstenliebe. Wenn das wirklich von mir, von innen herauskommt, dann ahme ich dieses Herz des heiligen Josef nach. Das Herz ist der Sitz der Liebe. Und die Liebe, sie erkennt immer das, was jetzt gerade richtig ist und will das dann auch tun, egal was es kostet. So hatte der heilige Josef ein einfaches Herz. Er hat der Botschaft des Engels genauso gehorcht. Und ja, es ist einfach faszinierend, wenn man ihn betrachtet. Ja, ich glaube, soweit mal zur ersten Frage, oder könnte man da noch was hinzufügen? Das ist wunderbar, Thomas. Ich möchte hier nur noch, um das noch zu unterstreichen, noch einen weiteren Abschnitt lesen, der eigentlich das eben nochmal ein bisschen wiedergibt, was du auch schon gesagt hast. Von Josef müssen wir die gleiche Fürsorge und Verantwortung lernen, das Kind und seine Mutter zu lieben, die Sakramente und die Nächstenliebe zu lieben, die Kirche und die Armen zu lieben. Jede dieser Wirklichkeiten ist immer
das Kind und seine Mutter. Wunderschön zusammengefasst hier nochmal im Schreiben Patris Corde. Gut, Thomas, ich möchte gerne weitergehen zu einer weiteren sehr schönen Stelle im Schreiben Patris Corde. Das ist ein ganz kurzer Abschnitt und hier steht: In jeder Lebenslage vermochte Josef sein Fiat zu sprechen, wie Maria bei der Verkündigung und Jesus in Gethsemane. Also das Fiat, mir geschehe, wie du gesagt hast, Gott, wie du willst. Er hat das gelebt, der heilige Josef. Und das ist ja eigentlich zutiefst eine Spiritualität eines jeden Christen, oder sollte es wenigstens sein, dass er eben zu Gott auch sagt, ja, mir geschehe nach deinem Willen, das ist wichtig, das ist das einzig Wichtige in meinem Leben. Für deinen Willen möchte ich da sein, Tag für Tag, in den freudigen Momenten, in den schwierigen Momenten. Eben sein sehr weites Gebiet, das merken wir alle, ein herausforderndes Gebiet auch, um so zu leben, mit dieser Hingabe, diesem Vertrauen, dieser Annahme. Eben, Thomas, du merkst, umso länger ich spreche, da könnte man viel sagen darüber, aber vielleicht kannst du uns ein paar wesentliche Punkte zu diesem sehr schönen Satz sagen. Ja, es geht ja um die Hingabe letzten Endes. Ich würde sagen, jeder Mensch ist ja berufen, sein Leben hinzugeben in irgendeiner Art und Weise. Also entweder gebe ich mein Leben hin für die Welt, indem ich einfach mich hingebe in den, ja, in dem Geld, dass ich vielleicht haben möchte und da mich verwirkliche, mein Leben hingebe in dem Materialismus. Oder in dem, was meine Augen gerne haben. Also das ist ja immer Begierden der Augen, Begierden des Fleisches, Hochmut des Lebens, im Hochmut, im Stolz, in der Macht, in allem, was ich vielleicht erreichen will. Das ist ja alles immer eine Hingabe. Ja, und oft ist es, wenn man sich im Geld hingibt, dass man praktisch viel Geld möchte, dann ist es ein Haben, dann ist es auch immer mit anderen Begierden, mit weltlichen Begierden verquickt, dass das Fleischliche auch nicht ausgenommen ist und man da praktisch nicht drauf schaut, ob was sündig ist oder nicht. Man will sich da einfach verwirklichen und hingeben und da einfach weltliche Genüsse haben. Also jeder Mensch, egal ob er weltlich oder christlich ist, gibt sein Leben in der Sache hin. Und wir Christen, wir geben unser Leben hin für den Herrn. Und da haben wir unsere Tiefe, unsere Berufung. Also Ja sagen zum Herrn ist eine Berufung, der wir folgen, der Hingabe. Und es ist sehr schön, wenn man weiß, dass das Leben einen Sinn hat. Das ist oft eine Heilung für viele Menschen. Da gibt es ja diesen Viktor Frankl. Ich habe da mal in Rom ein Seminar gemacht in Religionspsychologie. Das war ein christlicher Psychologe, also ein gläubiger Psychologe, muss man eben sagen, der eben gesagt hat, man muss den Menschen helfen, dass sie einen Sinn in ihrem Leben finden. Und das heilt dann viele, viele psychische Krankheiten auch. Das fand ich einfach sehr faszinierend. Und er hat eigentlich in seiner Therapie immer nur versucht, den Menschen einen Sinn ihres Lebens aufzuzeigen. Und da haben wir dann viel drüber gesprochen. Und der Sinn in dem Seminar in Rom, an der Uni, und der Sinn des Lebens ist ja in sich sein Leben für irgendwas hinzugeben. Und schön ist eben, wenn man weiß, wem oder für was man sein Leben hingeben soll. Und wenn das auch noch einen tiefen Sinn hat, dann ist es die schönste, befreiendste Botschaft, die man eigentlich empfangen hat. Wenn man sagt, ich gebe mein Leben hin für was, was einen tiefen Sinn hat, für Gott. Und da sagt man immer ja. Fiat mihi secundum verbum tuum. Das Fiat, das sprechen wir ja immer.
auch im Angelus. Fiat mihi secundum verbum tuum, mir geschehe nach deinem Wort. Und das ist eben eine Hingabe. Und diese Hingabe soll uns glücklich machen, weil diese Hingabe ja nichts anderes ist wieder als Liebe. Wenn ich mein Leben hingebe in der Liebe, dann macht mich das glücklich, dann gibt mir das einen tiefen Sinn, dann weiß ich, jetzt habe ich meine Berufung gefunden. Die heilige Theresia vom Kinde Jesu, die hat auch immer nach ihrer Berufung gesucht. Und dann hat sie eben ein ganz tolles Erlebnis gehabt, als sie eben in der Bibel gelesen hat, aus den Paulusbriefen, über die Liebe. Und die Liebe ist ja auch sein Leben in der Hingabe hinzugeben. Hat sie gesagt, ich will in der Kirche die Liebe sein. Ich will mein Leben hingeben für die Kirche. Sie hat ihre Berufung erkannt. Sie hat einen tiefen Sinn in ihrem Leben gefunden. Und jetzt geht es natürlich darum, dass man in jeder Lebenslage wissen muss, wie man jetzt liebt, wie man sein Leben hingibt. Und deswegen hat Josef immer Ja gesagt zum Willen Gottes, hat in jeder Lebenslage gesagt, ich gebe jetzt mein Leben hin. Er hat also sein Leben nicht partiell hingegeben in dem und dem und dem, sondern ganz. Und deswegen hat ihm der Heilige Geist immer geholfen, in jeder Lebenslage auch zu erkennen, wie er jetzt diese Hingabe leben soll. Ja, in einem Orden, da helfen einem die Oberen. Und sonst, oder ein Beichtvater kann uns helfen. Oder wir gehen direkt zu Jesus im Allerheiligsten in schwierigen Fragen unseres Lebens. Wenn wir jetzt gerade vielleicht niemand haben, der uns beraten kann, der uns helfen kann geistlich, gehen wir direkt zu ihm, weil er lässt uns sicher nie ohne Licht im Herzen, um uns zu zeigen, wie wir jetzt in dieser oder in einer anderen speziellen Situation unser Leben hingeben sollen. Und dann sagen wir, fiat mihi secundum verbum tuum, wie im Angelus jeden Tag. Also wir sagen einfach, mir geschehe nach deinem Wort. Dieses Fiat. Ja, also finde ich mal ganz interessant. Also wenn das praktisch mehr gesprochen würde, gell? Also nur eine kleine, also es soll jetzt keine Schleichwerbung sein, bei vielen steht es ja auf dem Lenkrad, gell? Also dann sollten die sich eigentlich dran erinnern, wenn sich da alle dran erinnern würden. Fiat mihi secundum verbum tuum, ja, also dann zählt die Welt, wird die Welt gleich viel besser. Also wir sollen auch alle alles benutzen, um immer darauf hingewiesen zu werden, fiat mihi secundum verbum tuum, also unsere Berufung zu leben, unsere Hingabe zu leben. Und das konnte der heilige Josef gut, weil er eben dieses Herz, dieses väterliche Herz, das geprägt war, hatte vom Vater im Himmel, dieses liebende, sich hingebende Herz. Und das hat sich ja in Jesus Christus, seinem Sohn, gezeigt, dieses Herz des Vaters. Und das hat er ganz und gar nachgeahmt. Und wir ahmen das nach mit unserem Fiat. Ja, soweit mal vielleicht. Ja, sehr schön, deine Gedanken. Ich habe noch gedacht, eben um dieses Ja zu Gott zu sagen, ist es ja eben gut, dass wir das nicht so fest in unsere Vernunft reinlassen und ständig da nachdenken, warum ist es so und ich möchte es doch anders. Und ich brauche eigentlich auch sehr viel Demut, irgendwie Demut, die aus dem Glauben irgendwie vorwärts geht, der Glaube, der sagt eben Gott, irgendwie kann da auf diesen ungeraden, komischen Zeilen schon irgendwie was Gutes vollbringen. Er konnte selbst im Skandal des Kreuzes, konnte er das Erlösungswerk hineinlegen. Oder vielleicht kannst du hierzu noch kurz etwas sagen, eben diese unsere Schwäche, diese menschliche Schwäche, die eben oft zu viel ja rationell an die Geschichte rangeht und da irgendwie dann sich selber Schwierigkeiten macht. Meinst du, Thomas? Ja, also ich denke, es geht um das Lieben. Ja, das Lieben, ja, also wenn man zu viel nachdenkt, könnte man sich dann immer sofort sagen, hey, sagt man denn zu sich selber, du sollst lieb mehr und denk weniger nach. Also wenn man sich sagt,
lieb mehr und denk weniger nach, dann kommt man einfach zum Kern der Liebe, dass die Liebe einfach gar nicht alles verstehen muss. Weil sonst, wenn man alles mit dem Verstand auflösen kann und hat dann letzten Endes durch den Verstand den Frieden. Ah ja, ich verstehe. Dann hat man natürlich, wenn man was versteht, hat man Frieden im Verstand. Ja. Weil man es denn nachvollziehen kann. Aber man hat ja keinen Frieden im Verstand, wenn man was nicht verstehen kann. Und wenn man den Frieden dann aber herstellt, dadurch, dass man liebt und glaubt und das denn den Frieden herstellt, dann hat man ja seine Fähigkeit der Liebe vergrößert. Sonst hat man vielleicht seine Fähigkeit des Verstandes vergrößert, dass man jetzt genau weiß, ah, ich habe jetzt studiert, der Grund ist der und der und der. Und dann hat man natürlich einen Frieden im Verstand. Aber dieser Frieden im Verstand, der hält ja nur so lange, bis man wieder was nicht versteht. Und es geht ja immer sehr lang, bis man da einen Frieden findet. Und der Frieden, kann man auch sagen, im Verstand ist natürlich schön, wenn man den hat, aber einen Frieden in der Liebe zu haben, auch wenn man was nicht versteht, das ist doch eine höhere Fähigkeit, wenn man das kann. Ja, wenn ich sage, ich verstehe es nicht, aber meine Liebe gibt mir den Frieden, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich gehe den Weg trotzdem, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Dann gibt mir jetzt die Liebe den Frieden und das Fiat und die Hingabe. Also ich habe, normalerweise will man mit dem Verstand den Frieden haben. So, jetzt habe ich mich durchgesetzt, jetzt habe ich dem genau die und die und die Gründe gesagt. Aber wenn man dann mal schweigt und was aushält, vielleicht auch eine Demütigung, wo man vielleicht selber nicht schuld war oder man entschuldigt sich mal um des Friedens willen oder gibt nach, auch wenn man vielleicht im Recht ist. Alles, wo man seinen Verstand ja überwinden muss, wegen der Liebe. Diese Fähigkeiten hat man dann, wenn man eben das schafft, zu lieben, statt nachzudenken. Und das geht natürlich nur mit dem Glauben. Wenn man sagt, der liebe Gott weiß, er verteidigt auch den Gerechten. So heißt es im Psalm, in dem Psalm, Gott verteidigt den Gerechten. Ja, er sein ist auch die Vergeltung sogar. Gell? Also man muss sich manchmal gar nicht so mit dem Verstand abmühen. Oder eigentlich gar nicht. Man kann alles Gott überlassen und sagt, lieber Gott, ich lege es in deine Hände. Ich nehme deinen Willen an. Und das geht natürlich, gibt denn natürlich der Verstand rebelliert da dagegen. Da spürt man zuerst einen Unfrieden. Aber wenn man es denn Jesus schenkt, Jesus aus Liebe zu dir, denke ich da jetzt nicht mehr drüber nach. Nehme ich das an. Dann merkt man langsam, dass Gott antwortet mit seiner Liebe und einem die Liebe schenkt, so weiterzugehen. Also es heißt dann nicht nachzudenken, sondern zu lieben. Und klar, zuerst meldet sich der Verstand, aber dann muss man den Verstand mit der Liebe überwinden. Und das kann man nur im Gebet, indem man vor das Allerheiligste geht, indem man Jesus das aufopfert. Ja, also früher hat man immer Sachen aufgeopfert. Das finde ich immer sehr wichtig. Papst Benedikt hatte auch darauf hingewiesen, mal, ich glaube, das war in einem seiner letzten Schreiben, dieses Aufopfern, Leiden aufopfern, also aus Liebe zu Jesus ihm schenken, damit er antwortet mit seiner Liebe und es dadurch dann tragbar wird oder getröstet wird, geheilt wird, man Kraft daraus empfängt. Also es geht nichts anderes als um das gemeinsame Leben zwischen unserer Seele und Jesus, wo man sich eines Tages im ewigen Leben für immer lieben soll und dass man das jetzt schon einübt, indem man praktisch ihn nicht am Verstand festmacht, sondern an Gott festmacht, an seiner Liebe festmacht. Und die Menschen fallen natürlich immer sofort ins Nachdenken rein, bis hin, dass manche wirklich verrückt werden. Verrückt werden vor Nachdenken, weil sie immer wieder nachdenken, immer wieder wiederholen, keine Lösung finden. Und es ist natürlich schon, man merkt, dass der Mensch psychisch da gar nicht drauf ausgelegt ist, dauernd alles mit dem Verstand auflösen zu wollen, dass er letztendlich daran auch kaputt gehen kann. Und deswegen ist der Mensch
ist für mich wieder ein Beweis, dass der Mensch eigentlich dazu berufen ist, mit Gott zusammenzuleben, mit ihm die Schwierigkeiten und Probleme anzugehen und sagen, Herr, ich schenke es dir, ich gebe es dir, gibst du mir den Frieden. Und dass er nur dadurch eigentlich auch gesund, auch rein mental leben kann. Würde ich jetzt einfach sagen, und da hat uns der heilige Josef auch den Weg gezeigt. Also es ist was ganz Aktuelles, das ist eigentlich geht jeden Menschen an, nicht nur die Christen, ja, sondern auch alle Menschen, ja, die ja Kinder Gottes sind. Wir sind natürlich Kinder Gottes, neugeboren in der Taufe durch das göttliche Leben, aber Gott, er will alle als seine Kinder zu ihm bringen und sie mit seinen Gaben ausstatten. Auch wenn jemand ihn nicht kennt, in einer anonymen, in Anführungszeichen, Gottesbeziehung, ist er immer bei ihm, ja, und will ihnen helfen. Und der heilige Josef erlebt uns eben vor, dass unser Verstand nicht an erster Stelle steht, des Lebens, sondern immer die Liebe. Gut, ja, Thomas, das ist sehr schön und wir versuchen das auch, gell, Tag für Tag besser zu machen, aus diesem kindlichen Vertrauen und Glauben vorwärts zu gehen. Ich möchte gerne noch einen weiteren Aspekt hier aus dem Schreiben Patris Corde herausnehmen. Es ist ein ganz kleiner Satz und der heißt: Jesus erlebte an Josef Gottes Barmherzigkeit. Und dieser Textabschnitt, der ist eingebettet in ein paar andere Gedanken. Papst Franziskus sagt eben, dass eigentlich Gott wie die Geschichte des Alten Testaments hindurch eben dieser gute Vater war, der sein Volk begleitet hat und eben in Josef betrachtet er das wieder, dass eben Jesus selber eben jetzt auch im heiligen Josef so einen barmherzigen Vater findet, der eben einfach da ist und begleitet und wirklich alles tut, damit es diesem Jesus gut geht. Also eigentlich sehr schön dieser Gedanke, dass eben Jesus selbst im heiligen Josef einen barmherzigen Vater erlebt, so wie wir Menschen eigentlich Gott auch als barmherzigen Vater erleben sollten, dürfen. Ich weiß schon, dass es nicht immer allen Menschen so gut gelingt. Manchmal denken viele Menschen auch, ja, wo ist denn dieser Gott, oder er ist nicht ein barmherziger Gott, warum lässt er so vieles Komisches zu in meinem Leben? Aber ich denke, es ist wirklich schön, eben diese Dimension der Barmherzigkeit Gottes kennenzulernen, so wie eben Jesus im heiligen Josef einen barmherzigen Vater wirklich auch ganz tief erlebt hat. Ich weiß nicht, Thomas, ob du uns zu diesen Gedanken hier aus Patris Corde auch noch ein paar Überlegungen sagen kannst. Ja, ich denke, man kann doch jetzt schon auch herleiten, immer aus der Bibel, dass jemand, der demütig ist und sich vor Gott klein macht, dass in ihm wieder Gott verborgen lebt. Also Jesus sagt ja selber, wenn du mein Wort befolgst, dann liebst du mich. Johannes 14, 23, dann werden wir kommen, ich und mein Vater, und beständig bei dir wohnen. Also in ihm hat Gott gewohnt, im heiligen Josef. Und er wusste selber, dass er allein ungenügend ist, um diesen Auftrag als Nährvater Jesu zu erfüllen. Und er wusste, dass er schwach ist vor seiner Pflicht, zu sorgen für die heilige Familie, die
Familie zu trösten, sie zu stärken. Darum hat er immer zu Gott gebetet, damit er ihm die richtigen Worte schenkt, damit er ihm die richtigen Gedanken schenkt. Dann ist er auch erhört worden. Der Engel ist ihm erschienen im Traum, macht das und das. Damit er der heiligen Familie Freude schenken kann, damit er das Leiden lindern kann, damit er gut mit ihnen beten kann, damit er sie trösten kann. Und natürlich hat er alle seine Kräfte mobilisiert, die er hatte, aber hat immer ständig gebetet, 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 gebetet. Und dann hat Gott immer das vollendet, was er hat darauf, was er eben nicht konnte. Und deswegen hat Gott Jesus seinen Vater, das Herz seines Vaters durch Josef erfahren. Ja, Glauben heißt ja, das Sehen, was verborgen ist. Also Jesus war ein glaubender Mensch und hat eben immer in der heiligen Familie auch das gesehen, was verborgen ist, wo er jetzt helfen muss. Ja, wenn vielleicht die Mutter Gottes ein Leiden hatte, hat er das gesehen in seinem Glauben, durch seinen Glauben. Nicht nur durch menschliches Mitleid. Wenn Jesus vielleicht ein Leiden hatte, hat er es auch gemerkt durch den Glauben, hat gebetet, hat vielleicht auch nachts gewacht und hat gebetet, weil er wusste, die Familie leidet, weil er durch den Glauben vieles gesehen hat. Und dann hat ihm Gott die richtigen Worte gegeben und alle haben dieses Herz des Vaters Josef erfahren. Ja, und ja, so wie es ihm möglich war, hat er das Leiden und die Freude geteilt. Er hat gebetet, ist nicht ins Warum und in das Wie des Leidens eingetreten, hat irgendwie nicht geurteilt, verurteilt in dem Sinn, sondern nur gebetet, sich eingesetzt und den anderen aus seinem Herzen des Gebetes, der Demut, des Glaubens, wo er eben Dinge auch durch den Glauben gesehen hat, Realitäten, die ihm Gott gezeigt hat, da hat er durch seine Nähe, durch seine Liebe viel Freude, Kraft und Linderung des Leidens geschenkt. Ja, ja, oft ist es beim Menschen so, dem entgleiten viele Dinge, weil er immer den Glauben oft nicht gegenwärtig hat für die Nächstenliebe, die er auch gegenüber denjenigen, die leiden, ausüben soll. Ja, und er hat sein Leben hingegeben, hat geglaubt, hat eine beständige Liebe, hat niemand gerichtet, nie kritisiert, nie jemand ausgelacht, sondern auch immer, immer, immer gebetet, nicht gerichtet und war jemand, der den anderen angenommen hat. Nicht nur in der heiligen Familie, sondern auch, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist, die zu ihm kamen, die vielleicht auch schwierig waren, weil er als Zimmermann ja gearbeitet hat. Und da hat Jesus dieses Herz des heiligen Josef beobachtet, der das Herz seines Vaters nachgeahmt hat. Und deswegen hat er ihn als barmherzigen Gerechten, so wie es die Bibel sagt, Josef war ein Gerechter, ihn erfahren. Also er hatte Demut und hatte Glauben und hatte Bereitschaft, jedem Menschen entgegenzugehen, zu beten und jedem Linderung auch zu verschaffen durch seine Barmherzigkeit, durch die Linderung des Leidens, die Nächsten, denen Josef begegnet ist, nicht nur der heiligen Familie, im Herzen hatte. Angefangen bei der heiligen Familie, aber sonst auch in der ganzen Gesellschaft, in der Josef war. Und er hat vielleicht auch gelernt, ja, dass Josef auch wusste, dass der Mensch ein Sünder ist, dass er schwach ist. Deswegen hat er besonderes Mitleid gehabt mit seinen Mitmenschen. Und hat sich für sie interessiert, hat eine Beständigkeit auch seiner Liebe gegenüber den Nächsten immer gezeigt. Er ist nie müde geworden in der Liebe, in der Hingabe. Und hat nie irgendwas gesagt, was irgendwie ja nicht wirklich weise war. Hat oft vielleicht auch geschwiegen und ist ins Gebet hineingegangen. Und somit konnte er den Nächsten wirklich verstehen, in der heiligen Familie selber und dann auch
mit den Menschen, die sonst noch um ihn herum waren. Und ist da wirklich nie müde geworden. Und deswegen hat er gemerkt, er ist ein barmherziger Vater und hat es selber gelernt durch sein Gebet vom Vater im Himmel. Und da Jesus ja auch nur seinen Vater im Himmel nachgeahmt hat, hat ihm das Nachahmen seines Nährvaters, des heiligen Josef, auch geholfen, damit er aufwachsen konnte und an Geist und Weisheit immer mehr zugenommen hat. Also, so wie es auch die Heilige Schrift sagt. Ja, soweit mal. Ja, danke vielmals, Thomas. Ich möchte auch hierzu noch einen kleinen Abschnitt lesen, der auch noch aus Patris Gottes das Ganze noch ein wenig unterstreicht. Der heilige Josef behütet und beschützt Jesus. Er weicht nicht von ihm und folgt seinen Schritten. Denken wir an das, was Mose dem Volk Israel in Erinnerung ruft. In der Wüste hat der Herr, dein Gott, dich auf dem ganzen Weg getragen, wie ein Mann sein Kind trägt. So hat Josef sein ganzes Leben lang die Vaterschaft ausgeübt. Ja, wir haben wichtige Gedanken herausgehört aus dem Schreiben Patris Corpi. Wir haben auch sehr schöne erweiternde Gedanken von dir gehört. Lieber Thomas, ich weiß nicht, ob du gerne noch etwas sagen möchtest. Einfach aus deinem Herzen heraus über den heiligen Josef, etwas, was du denkst, ist jetzt noch wichtig, damit wir diese große Gestalt wirklich auch besser kennenlernen und natürlich auch nachahmen dürfen. Ja, ich denke mir einfach, was vielleicht wichtig ist für uns, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, eben über die Liebe. Die Liebe ist das Wesentliche, weil sie ja mit der Hingabe unseres Lebens zusammenhängt. Ja. Und wir denken manchmal vielleicht, ja, wir sind Sünder, wir haben zwar jetzt unser christliches Leben aufgenommen, aber immer wieder fallen wir unsere Schwachheiten in unsere Fehler hinein und sind da vielleicht manchmal entmutigt. Aber wenn wir unser Leben trotz unserer Schwachheiten, trotz vielleicht auch der Sünden immer wieder neu dem Herrn schenken, dem Herrn aufopfern, dann kommt uns Gott selber immer entgegen. Er kommt uns immer entgegen, also wenn wir unsere Schwachheiten, natürlich schwere Sünden, da gehen wir zur Beichte, aber die täglichen Schwachheiten, wenn wir sie immer wieder dem Herrn schenken, ihm aufopfern und ihm aus Liebe schenken, also unser Leben ihm schenken mit allem, jeden Tag, aus ganzem Herzen, sagen, Herr, ich will deinen Willen tun, ich schenke dir mein Leben, hilf mir bei meinen Schwachheiten, wenn diese Hingabe tagtäglich in uns immer da ist, dann kommt uns Gott entgegen und schenkt uns immer den Glauben, den wir brauchen und vergibt uns unsere Schwachheiten und will uns wirklich das Leben des Heiles schenken, damit wir unsere Berufung erlangen. Also bei uns zählt unsere Liebe jeden Tag, die wir, wenn wir morgen sagen, Herr, ich schenke dir diesen Tag mit seinen Freunden, mit seinen Leiden, ich nehme deinen Willen an. Und wenn wir das jeden Tag machen, dann kommt uns das ganze Leben lang immer der Herr entgegen, unserer Liebe, die wir ihm ja tagtäglich schenken, indem wir ihm den Tag schenken. Und dann haben wir einfach immer seine Hilfe und denken lieber an die Hingabe, als dass wir entmutigt sind wegen unseren Schwachheiten an uns oder unseren Sünden. Also wir denken an unsere Hingabe und fertig. Wie kann ich Gott mein Leben schenken? Und denken nicht, oh je, jetzt kann ich das, habe ich schon wieder nicht geschafft, das, sondern dass wir
uns immer wieder neu anschränken, jeden Tag dem Herrn unser Leben zu schenken. Und ich glaube, da, das können wir vom heiligen Josef lernen. Und dann vervollkommnet er uns immer mehr. Da müssen wir nicht denken, jetzt muss ich den Fehler ausschaffen, dass ich den überwinde, jetzt muss ich den anderen Fehler schaffen. Ich denke nur, Gott, ich will jetzt heute deinen Willen tun. Und durch die Prüfungen und Leiden, die ich an dem Tag überwinde durch meine Hingabe, da wächst mein geistliches Leben. Und da merke ich denn, dass ich auch von Fehlern befreit werde. Also wichtiger ist immer der Gehorsam als jedes Opfer, sagt ja auch die Schrift. Der Gehorsam, der reinigt uns. Er reinigt uns jeden Tag. Und wir sollen lieber an den Gehorsam denken, als entmutigt zu werden durch unsere Schwachheiten, die wir noch haben. Lieber an unsere Hingabe denken. Wie kann ich heute mein Leben dem Herrn hingeben? Und dann werden wir gereinigt, wenn wir die Leiden annehmen, die uns der Herr schickt, eben die er zulässt in unserem Leben. Dann werden wir gereinigt von unseren Schwachheiten und werden immer vollkommener. So wollte ich das noch vielleicht abschließend hinzufügen. Sehr gut. Ja, dann danken wir vielmals dir, Thomas Huber, dass du dir Zeit genommen hast, um ein wenig über den heiligen Josef zu sprechen. Und ich denke, wir haben da sehr schöne Gedanken mit auf den Weg bekommen, die uns auch wieder helfen, ja, aus diesem großen Heiligen etwas zu lernen. Und ja, versuchen auch ihn nachzuahmen, in der großen Einfachheit, Verborgenheit, wo er gelebt hat. Eigentlich eben, er ist einer der größten Heiligen, die es gibt, aber sein Leben war sehr unspektakulär. Er kann sich eigentlich, jeder Mensch kann sich da wiederfinden. Man muss nicht einen Doktortitel haben oder ein Theologiestudium oder sonst irgendwie wichtig im Vordergrund sein, sondern der Josef, der war alles andere, ein einfacher Arbeiter, der in großer Armut gelebt hat und großer Einfachheit. Das ist wunderschön, wirklich. Ja. Ja, lieber Thomas, vielleicht kannst du uns noch den Segen Gottes mit auf den Weg geben, damit wir da wirklich auch mit dem heiligen Josef euch und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Ja, so wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Tag und wir grüßen euch und wünschen euch alles Gute. Auf Wiederhören.